war 1,88, hatte blonde Haare, grüne Augen. Und ich habe ihn geliebt. Gray. Wenn ich irgendwas für dich tun kann. Ja, danke, dass du gekommen bist. Oh, Gray. Ich habe nie verstanden, warum er mit dir befreundet war. Hatten Sie gemeinsames Eigentum? Ein Auto? Ein Haus? Nein, ich wohne zur Miete. Was ich mir jetzt nicht mehr leisten kann. Vorsichtig, nicht so! Ein Mixer brauchen wir 100 Pro. Was machst du? Im Bett wird sie sich wohler fühlen. Wohler fühlt sie sich erst, wenn du mit einem Betäubungsgewehr auf sie schießt. Verdammt nochmal, hilf mir doch, Dennis! Das war 100 Pro deine Schuld. Wo sind die Unterlagen zu diesem Konto? Welchem Konto? Er hat jeden Monat 3000 Dollar überwiesen? Yep. Und du weißt nicht, auf welches Konto? Nö. Du etwa? Entschuldigung, ich suche jemanden, der Grady Douglas kennt. Du kennst sie, oder? Sie ist nur die Mutter seines Jungen. Da ist es dumm gelaufen. Hübsches Kleid. Ich hatte nie die Gelegenheit, es zu tragen. So eine Mädchensache. Wisst ihr, was Grady nie von mir wusste? Dass ich Bücher in Bibliotheken klaue. Außerdem kann ich mir die Faust in den Mund stecken, mache ich jetzt aber nicht, erinnert zu sehr an Deep Throat. Und ich hab's einmal mit einem Mädchen gemacht. Ich schulde dir eine Entschuldigung. Nur eine? Wegen der Beerdigung. Ja, wenn du nicht gewesen wärst, wäre das ein echt toller Tag geworden. Du bist ganz anders, als ich gedacht habe. Ja, du auch. Lieben und lassen.